Piloten Zeitbeschleunigung innerhalb meiner Station anschmeißen. The Argon Ranches sind Ranch Alpha. Oh, zudem würde ich jetzt so gerne, würde sehr gerne in dem TS sitzen. Handelsstationen haben wirklich keine Handelsgüterweiterung. Wie sie im ganzen Argon-Föderation. Nee. Sie sprechen mit dem Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Andock-Erlaubnis erteilt. Und den Weg in unsere versteckte Schleuse gefunden haben. So einige Stationstypen sollten diese Meldung etwas erweitern. Hier geht's ja noch. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Links, rechts, links, rechts. Probieren wir's. Probier es mal hier. Ja, sehr schön. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Erstmal. Energiezellen verkauft. Agnofleisch. Guter Preis. Gekauft. Und Agnofleisch hat eine sehr hohe Gewinnspanne. Oh ja, noch ein Grund, warum ich die Merkur hier rumtuckern lassen will. Auch wenn ich jetzt schon Angst habe für die Reparaturkosten. Okay. Presse. Es gibt sogar zwei. Kahuna-Pressen sind groß. Ah, der hat ein bisschen was vorrätig. Der weniger. Kahuna-Presse, Beta. Da. Positiv. Lass mich mal docken. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Andock-Erlaubnis erteilt. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Danke. Langsam, in der Mitte des Tages, gehen einen diese Begrüßungsmeldungen ziemlich auf den Geist. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Argnofleisch verkauft. Okay. Dann geht's jetzt für mich auch mal Richtung Ben. Dann schickt er mir gleich wieder eine Nachricht. Ja, wo bleibst du denn? Ich vermisse dich so sehr, bin ja ganz alleine. Was soll denn Leiter des Geheimdienstes so ganz alleine machen? Ich habe mich jetzt schon dreimal selbst im Schach geschlagen. Kein anderer will mit mir spielen. Sonnenkraftwerke. Gut, dann mache ich aber. Es ist alles nur Kleinmist, was ich hier gerade verdiene, aber da kann ich nicht liegen lassen. Argon Prime werde ich schon sicherlich Energiezellen loswerden können. Oh, und das Ding kaufen wir wahrscheinlich jetzt alles leer. Sie sprechen positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Oh, 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 da kommt jemand raus. Erlaubnis erteilt. Sonnenkraftwerk. Der hat ein Stückchen leer gekauft. Aber nicht zu viel. Andock vor.
Vorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Danke. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, ich parke mittlerweile immer schief ein. Energiezellen gekauft. Wäre dieser blöde Händler vor mir nicht gewesen, hätte ich da noch für 13 einkaufen können. Naja. Okay. Dann gib mir mal das Vestor. Argon Prime. So, etwas weiter zur Seite, damit nicht die Torausleger meinen Sinzer wieder unterbrechen. Wie dieser Merkur. Wirklich viel näher hätte ich gar nicht dran kommen können. Erreiche System Argon Prime. So. Ich glaube. Ja, selbst dafür bräuchte ich Handelscomputer. Aber es gibt hier einen Ausrüstungsstock. Erstmal. Hartenergiezellen. Da kriege ich bestimmt woanders mehr. Hat auch was. Diese Fertigungsanlagen sind leider alle recht brauchbar versorgt. Die Argon Ranch. Ranch. Das ist dann etwas weniger. Ranch. Alpha. Wie sah es hier mit den Fleischblöcken aus? Na, zu viel. So, Ben fühlt sich bestimmt wieder. Nicht lieb gehabt, weil ich wieder dran vorbeifliege. Da höre ich Kampfgeräusche. Naja, anscheinend nicht in meiner wirklichen Nähe. Sie sprechen mit Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Okay, so, hier ist viel frei. Achtung, heute findet in der Haushaltsabteilung auf Ebene 8 Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Nein, doch nicht? Schade. So. Energiezellen. 700 Credits. Ich bedenke, was mir diese Schilde eingebracht haben. Naja. Ich bin halt jetzt im Moment ziemlich weit unten in der Nahrungskette. Ausrüstungsdock, ich komme. Fahr bitte deine Preise herunter. Ich bin ein armer Argon Schlucker. Ausrüstungsdock. Wo ist denn... Ah, okay. Immer diese Suche nach den Andockschleusen. Ohne Kameradrohnen wäre das. Sie sprechen mit dem Positiv.
Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Eine elendige Sucherei. Na komm. Andockerlaubnis erteilt. Geht doch. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Diese mittleren Ladebucht mag ich, denn kein Problem. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja. Da habe ich noch einen von. Dieser Laser wird in größeren... Ich habe auch einen Beta? Moment. Beta-Impulsstrahlen-Emitter installiert. Gut. Und ich habe halt nur... Ah, da noch den Alpha. Da kaufe ich aber, glaube ich, den Alpha. Beta will ich definitiv behalten. Dies ist der grundlegende Laser, der in vielen leichten Alpha-Impulsstrahlen-Emitter verkauft. Ganz viel anderes. Das bringt auch noch ein bisschen Geld. Ich bedenke, dass... ja, bräuchte ich auch noch Schilde. Libelle, verkauft. Okay, sonst noch etwas. Mineralien, Frachtscanner. Mineralienscanner, wenn ich durchfliege. Die Asteroiden anschauen zu können. Erweiterung. Naja, die Minenarbeit. Etwas später. So, ja, die 8000, die werden es mal sein müssen. Erweiterung installiert. Für dieses Schiff lohnt sich die Laderaumerweiterung nicht wirklich. Duplex-Scanner. Die Software. Okay, die haben hier, glaube ich, einen Bug im System. Irgendwas wollen sie mir hier für 54 Millionen andrehen. Ja, stimmt, ganz, ganz toll. Der Duplex-Scanner ist das Ergebnis der Forschung und Entwicklung in der Gravitar-Technologie. Dieses Gerät verdoppelt die effektive Scannerauflösung und erlaubt infolgedessen die Erkennung von Raumstationen aus größerer Entfernung. Ja. Das ist sinnvoll. Doch, brauche ich. Installiert. Gut. Dann gehe ich jetzt mal Ben besuchen. Sitzt wahrscheinlich schon ganz traurig in der Ecke. Kann es kaum abwarten. So, wo befindet sich jetzt die Argon 1? Da gar nicht mal so weit weg. Okay. Ich werde einen Dahlschlag bekommen. Huhuhu. Bietet mir 2000 noch. Naja, das lohnt sich nicht. 20.000. Okay. Dann her damit. Das muss jetzt einfach sein. Und ich kriege... Moment, ich kriege jetzt repariert. 50.000. Da werde ich jetzt dann mal... Moment, meine Besitztümer. Schiffssteuerung. Du wirst jetzt... Das geht jetzt auch weit schneller... zum Raum hier fliegen. Damit kann ich mir dann gleich anschauen, was mir da etwas ausgerüstete Mehrkurskosten
50.000 kriege ich, 20.000 habe ich für die Reparatur bezahlt. 30.000 könnte ich jetzt da an Gewinn tatsächlich machen. Weit mehr als die 2.000 noch was. Gut, Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Ja, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen. Ah, Julian, mein junger Freund, da bist du ja. Schön, dich wiederzusehen. Elena Koh ist mit deiner Arbeit sehr zufrieden. Sie erzählte mir, wie du die schwierige Situation da draußen gemeistert hast. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Doch genug davon. Lande bitte auf der Argon 1 und komm in mein Büro. Erlaubnis erteilt. So, da sollte ich vielleicht nicht zu schnell gegen klatschen. Das wird bestimmt als Angriff gewertet. Hallo Julian, setz dich. Also, wo soll ich anfangen? Ja, richtig. Du wolltest immer wissen, warum ich dir aus der Klemme geholfen habe. Ich hätte es dir schon früher gesagt, aber ich war mir nicht sicher. Zur Hölle, keiner von uns war sich sicher. Und Gerüchte zu verbreiten entspricht nicht meiner Überzeugung. Vor allem nicht in diesem speziellen Fall. Ja. Die Sache ist die, ich bin ein sehr guter Freund deines Vaters. Ich weiß, du hast ihn nie getroffen und dachtest vielleicht, dass er nicht mehr lebt oder dass du ihm gleichgültig wärst. Aber ich kann dir schwören, dass das nicht der Fall ist. Seit sich deine Mutter von ihm getrennt hat, sucht er überall nach dir. Es ist wirklich sehr schwierig, dich ausfindig zu machen. Da kann ich ein Lied von singen, weil ich es mehr als einmal selber versucht habe. Irgendwie hast du es immer geschafft, im Gefängnis zu entgehen. Naja, fast immer. Und dieses Mal bekamen wir endlich unsere Chance. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher und habe dir deswegen nichts gesagt. Das tut mir leid, aber glaub mir, es war notwendig. So entwickeln sich die Dinge am besten. Für dich und deinen Vater. Ich würde mal sagen, Entschuldigung angenommen. Aber was meinst du mit entwickeln sich am besten? A, wer ist der Kerl? Und warum dieses ganze Versteckspiel? Hätten wir doch auch einfach mal in diesen paar Monaten in der Anstalt gegenübertreten können. Nun, vielleicht hast du seinen Namen schon ein- oder zweimal gehört, denn genau genommen ist dein Vater dein jetziger Arbeitgeber. Ja, das stimmt tatsächlich. Dein Vater ist Kyle Brennan, der Chef der Terracorp. Ich bin mir sicher, dass dir jetzt eine Menge Fragen durch den Kopf gehen. Aber erst möchte ich dir kurz etwas über sein Leben erzählen, damit du ihn besser verstehen kannst. Dadurch wird einiges einfacher für dich. Jedenfalls denke ich, dass dein Vater dir viel mehr darüber erzählen kann. Deswegen überlasse ich ihm das. Es sei denn, es gibt ein paar Dinge, die du auf der Stelle wissen möchtest. Ich weiß, du hörst dich einfach gerne reden. Kommen wir gleich zum Thema. Mein Vater will mich also treffen. Wo? Natürlich möchte er das, Julian. Aber das liegt ganz bei dir. Ich habe vor ein paar Tasuras mit ihm gesprochen und er hat mich gebeten, dich zum Tempel der Gona im System Wolkenbasis Südwest zu schicken. Julian, du kannst mir ruhig glauben, dass dich dein Vater wirklich sehen will. Er wartet doch schon seit vielen Yasuras auf genau diesen Moment. Kyle, dein Vater, war schon seit Tasuras in einer wichtigen Angelegenheit unterwegs. Inzwischen sollte er aber wieder zurück im Tempel der Gona sein. Wenn du dorthin willst, musst du einfach hier durch das Westtor und dann in den nächsten beiden Sektoren immer durch das südliche Sprungtor fliegen. Bis bald. Ich wollte deinen Vater sowieso besuchen. Er war extrem zurückhaltend, als er über deine letzten Flüge sprach, fast schon geheimnisvoll. Wie auch immer, ich wünsche euch beiden das Beste. Ach ja, bevor du aufbrichst, solltest du auf einen letzten guten Rat von einem alten Raumfahrer hören. Ich empfehle dir, zum nächsten Ausrüstungsdock zu fliegen und ein paar Triebwerkstunings für dein Schiff zu kaufen. Auf Wiedersehen, Julian. Okay. Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Eigentlich habe ich ja nicht das Geld für so ein Argon-Ausrüstungsdock. Kinderkram, aber was soll's. Innerhalb des Argon-Territoriums können in den Argon-Ausrüstungsdocks die Raumfahrzeuge... Triebwerkstuning, ich schaue es mir nochmal an. Eingehende Nachricht.
Kalbin, dein Vater will dich treffen. Er wird bald im Tempel der Gona sein. Fliege durch das Westtor von Argon Point, dann Richtung Süden, bis Wolkenbach-Süßwett, wo sich der Tempel der Gona befindet. Noah Gaffelt, Gona-Priester und Hüter der Wahrheit, wartet auf dich. Kontaktiere ihn, sobald du dort gelandet bist. Ja, ich weiß, dass ich über Ringo Mond muss und... Schon okay. Sie sprechen mit dem Auto positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Und wie schnell ist das denn? Der Merkur ist die neueste. 50. Ach, du meine Güte. Ist ja nächste Woche noch nicht angekommen. Ich drohe schon wieder zu schnell. Meinem Ziel entgegenzukreisen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. Ja, danke. Verbindung zum okay, örtlichen was würde mich das denn kosten? Hergestellt. Diesen Dienst können Sie nur jetzt in Anspruch nehmen. Ihr Triebwerk wird optimiert, sodass Ihr Schiff schneller fliegen wird als je zuvor. 33.000. Naja. Mag seinen Grund haben, warum er mir das sagt. Triebwerkstuning installiert. Und ich habe mit diesem Schiff keinen anderen Vorteil als Geschwindigkeit. Also sollte ich den nutzen. So, Westtor. Tor, Ringo, Mond. Ich bin nicht direkt unter Zeitdruck. Dann lasse ich doch mal den Autopiloten dran und schau mal, wie lange mein Merkur. Oh, ist das Ding ungeheuer langsam. Damit einen Handel zu machen, wird auch schwer. Da ist ja die Station zusammengebrochen. Mond. Autopilot deaktiviert. Zu der ich dann fliegen möchte. Bevor da irgendwas passiert ist. Wieder ein Fehler im System. Ich sollte mir mal ein Upgrade für meinen Navigationscomputer holen. Kahuna pressen. Okay, nicht wirklich was Besonderes. Argon Merkur. Mal sehen, was ich so nebenbei entdecke. Duplex-Scanner war aber eine sinnvolle Investition. Erzminen werden. Das Ding könnte Energiezellen gebrauchen. Diese raumgestützte Rakete. Ja.